Hi Internet und willkommen zum ersten Contest im neuen Jahr. Und es hat sich auch ein bisschen was hier geändert. Das werdet ihr aber gleich sehen. Das ist nur eine kleine optische Sache und ich denke, sie wird euch gefallen. Aber wie immer, bevor wir zu dem neuen Contest kommen, müssen wir den alten auflösen. Und da hattet ihr es ja richtig schwer. Das waren die drei Charaktere aus Naruto, die ihr hier nochmal seht. Und ihr habt eure Stimmen abgegeben und der Gewinner ist... Deianira! Herzlichen Glückwunsch zu diesem echt knappen Sieg und ich fand alle drei ziemlich cool und das halten wir jetzt auch das Niveau, denn dieses Mal wird's auch richtig gut und natürlich ist der Gutschein auf dem Weg zu dir und für alle, die bis jetzt noch keinen Gutschein hatten, hier aber gewonnen hatten, das wird in den nächsten Tagen geklärt, das kommt auch zu euch. Also nicht wundern und nicht traurig sein, ich habe niemanden vergessen, das wird alles aufgelöst. Schniggidi Schnack, nächster Contest und wir fangen das ja wieder richtig gut an, denn wir haben drei richtig gute Cosplayer und sie sind Männer und das hat mich sehr gefreut, endlich mal wieder Männer für einen Cosplay-Contest zusammenzukriegen und dass sie dann auch noch wirklich, wirklich gut sind, tolle Fotos haben. Das hat mich echt gefreut. Aber bevor ich jetzt noch öfters richtig gut sage, kommen wir zum ersten Teilnehmer. Und das ist Kite. Und er nimmt teil als Link aus The Legend of Zelda Twilight Princess. Da 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 da! Und als nächstes haben wir Yukitaru. Er nimmt teil als Access Time in der Artbook-Version aus Kamikaze Kaitojan. Und als letzten haben wir, weil es so gut passt, noch einen Link. Aber nicht nur einen normalen Link, sondern einen echt gruseligen Dark Link, auch aus Twilight Princess. Und bevor ich jetzt noch mehr dazu sage, schaut's euch einfach an. Und das sind die drei Teilnehmer dieses Mal. Und jetzt habt ihr wieder die Chance zu voten, wer den Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro bei mycostumes.de gewinnt, denn eure Stimme zählt. Ihr müsst jetzt nichts weiter tun, als die hier eingeblendeten Nicknamen zu verwenden und euren Favoriten zu wählen und dessen Nicknamen unten in die Kommentare zu schreiben. Der ganze Wettbewerb läuft bis zum 7. Februar, dann werte ich alles aus und es wird einen Gewinner geben und ich bin schon gespannt, wer hier das Rennen macht. Ja, und jetzt sind wir schon wieder am Ende der Sendung und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe so das Gefühl, dass in nächster Zeit vielleicht beim nächsten Mal irgendwas gebasteltmäßiges kommen könnte, weil warum nicht? Und ich wette, ihr freut euch darauf genauso sehr wie ich, weil ich viel zu wenig bastel. Ich ändere das demnächst. Also, ihr werdet jetzt geblockt, wir sehen uns beim nächsten Mal und macht's gut!